Das Recht. So, herzlich willkommen zur Vorlesung Handelsrecht. Kommenden Montag ist Rosenmontag und da bleibt das Juridikum geschlossen. Das heißt, die können nicht in diesen Hörsaal kommen, sondern müssen dann zu Hause lernen. Wir machen heute 10 Fälle zur Klausurvorbereitung. Dass es 10 Fälle sind, sehen Sie daran, dass das zweiseitig bedruckt ist. Sie können es nämlich wenden. Wenn Sie so rumwenden, dann sehen Sie die Rückseite. Also toller Trick. Also es ist zum so rumdrehen. Die Klausur zu dieser Vorlesung findet statt am 26. Februar um 11 Uhr in Hörsaal C. Schreiben müssen die Law und Economics Studenten. Alle anderen dürfen schreiben, wenn sie wollen. Ich korrigiere die Klausuren dann, dann kriegen Sie die eine Woche später zurück. So, wie sieht das Ganze aus? Gucken wir uns diese 10 Fälle an. Diejenigen von Ihnen, die letztes Semester bei mir Schuldrecht gehabt haben, wissen, ich mache diese Fälle, damit Sie ungefähr wissen, was Sie für die Klausur können müssen. Ich mache die Fälle nicht, weil ich irgendwelche anderen Sachen mache. Das bedeutet, es macht wenig Sinn, dass Sie sagen, das kommt jetzt eh alles nicht dran, denn das wäre ein bisschen blöd, wenn ich jetzt einfach Fälle mache, die nicht dran kommen. Schauen wir uns Fall 1 an. Bla 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 bla. Fallfrage lautet, hat V gegen N einen Anspruch auf Zahlung von 5.400 Euro aus dem Kaufvertrag gemäß 433.2. Gucken wir uns den Sachverhalt noch etwas näher an, sehen wir relativ schnell, hat der im Handelsregister eingetragene K bei der V GmbH etwas gekauft? Ja, erster Absatz, erster Satz. Und damit wissen wir schon, worum es in dem Fall geht und müssen uns gar keine großen Gedanken machen, den wir 2 Sätze gelesen haben, nämlich den ersten und den letzten. Anspruchsgrundlage 433.2. Problem, Anspruch nicht gegen K wie Käufer, sondern gegen N. Und die Lösung für dieses komplizierte Problem, dass ich hier jemanden in Anspruch nehme, der gar nicht der Käufer ist, muss sich irgendwo im HGB befinden. Mysteriös. Und wenn wir uns jetzt diesen Fall so ansehen, wie fangen wir an, die Klausur zu schreiben? Ganz einfach mit einem Obersatz. Ein Anspruch des V gegen N auf Zahlung von 5.400 Euro könnte sich aus 433.2 BGB ergeben. Ein solcher Anspruch müsste entstanden sein, dann müsste ein Kaufvertrag zwischen V und N bestehen, ein Kaufvertrag setzt 2 übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme voraus, eine Willenserklärung des V liegt vor, jedoch hat N mit V nie Kontakt aufgenommen, er hat nie einen Antrag angenommen, daher besteht kein Kaufvertrag zwischen V und N. Aber da wir jetzt Handelsrecht haben, prüfen wir weiter, jedoch könnte ein Kaufvertrag zwischen K und V bestehen, indem V für die Erfüllung der Leistungspflicht des K einstehen muss. In dem Kaufvertrag, nicht in den Kaufvertrag. Und welche Norm könnte uns in diesem schwierigen Fall hier weiterhelfen? Ja? Ja, 25 Absatz 1, Satz 1 HGB. Und was brauchen wir für 25.1.1? Nun, zunächst mal brauchen wir einen Kaufvertrag zwischen K und V und den müssen Sie ganz kurz prüfen. Sie sehen das, 2 übereinstimmende Willenserklärungen, Willenserklärung des V plus, Willenserklärung des K liegt auch vor, damit 2 übereinstimmende Willenserklärungen, damit Kaufvertrag zwischen V und K. Gut, und jetzt kommen wir zu 25 Absatz 1 Satz 1 HGB. Was brauchen wir dafür? Ja.
Ja, wir brauchen zunächst mal ein Handelsgeschäft. Und was wissen wir, was bedeutet das Wort Handelsgeschäft? Im Sinne der Vorschrift 25. Ja, ein Kaufmann, der übertragen wird, sage ich jetzt mal. Also das Unternehmen, was Kaufmann ist. Oder? Ja. Handelsgeschäft meint das Handelsgewerbe, das kaufmännische Unternehmen. Wichtig, Handelsgeschäft meint hier nicht dasselbe wie in 343. Das ist ein anderer Begriff, obwohl das Gesetz hier die gleichen Begriffe verwendet. Das heißt, wir müssen hier prüfen, ist hier der K. Kaufmann? Und ist K. Kaufmann? Ja. K. müsste Kaufmann sein, hier war K. im Handelsregister eingetragen, es ist nicht ersichtlich, dass er kein Gewerbe im Sinne von 1, 2 oder 5 betreibt, damit war er zumindest Kaufmann im Sinne von 2, er könnte auch Kaufmann im Sinne von 1 sein, wissen wir nicht, weil dazu keine Angaben sind, was er eigentlich tut, also er ist auf jeden Fall Kaufmann. Damit unser erstes Merkmal bejaht. Was brauchen wir dann als zweite Voraussetzung für 25 Absatz 1 Satz 1 HGB? Was brauchen wir? Ein Unternehmen und ein erworbenes Handelsgeschäft. Ja, einen Erwerb unter Lebenden. Haben wir das? Ja, die haben es ja auch verkauft untereinander. Das ist ja auf jeden Fall unter Lebenden. Ja. Was brauchen wir noch? Außerdem Erwerb unter Lebenden. Ja. Ja, brauchen wir unbedingt einen Rechtsgrund für diesen Erwerb? Ja. Ja, er muss für alle Sachen haften, das ist aber die Rechtsfolge. Das heißt, das tritt automatisch ein, egal ob er es will oder nicht. Also müssen wir überlegen, was brauchen wir denn an Voraussetzungen dafür? Ja? Ja, Sie. Sie. Ja, er muss das Geschäft unter der bisherigen Firma fortführen. Und haben wir das? Ja. Steht auch im Sachverhalt. Welche Einwände hat er denn hier? Was trägt er denn so vor? Hat er irgendwelche Einwände? Ja. Er wirft ihm ja pflichtwidrig vor, also eben vor, dass die Zahl pflichtwidrig eingetragen worden ist. Er sagt, die war in den Büchern des K. nicht eingetragen. Woher sollte ich also wissen, dass da Schulden bestehen? Frage, ist das ein relevanter Einwand? Das Risiko, dass er dieses Unternehmen gekauft hat, das muss er ertragen. Ja und nein, er hätte es ja, kann er sagen, ich will keine Haftung. Es liegt nicht zwingend so vor. Es ist ja dispositiv 25.1.1. Aber in der Tat, das wäre hier eine teleologische Reduktion des Gesetzes. Die Norm soll aber gerade nicht den Erwerber schützen, sondern ausschließlich den Verkäufer. Und es ist keine Rechtsscheinsnorm, wo es auf Gutgläubigkeit ankommt, sondern es ist einfach eine objektive Folge des Unternehmenserwerbs. Das heißt, Kenntnis oder Unkenntnis sind völlig irrelevant. Das heißt, das ist keine relevante Aussage. Was könnte denn hier eine relevante Aussage sein? Ja, die hier auch tätig, dass die Haftung ausgesetzt. Ja. In der Tat, die Haftung könnte hier durch Vereinbarung ausgeschlossen sein. Was sagen Sie dazu? Ja? Das muss ja nach
Ja, in der Tat, 25 ist dispositiv, aber es muss für eine Wirkung gegenüber Dritten im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht worden sein oder durch den Erwerber oder Veräußerer dem Gläubiger mitgeteilt worden sein. Worin könnte eine Mitteilung liegen? Nun, in dieser Bekanntmachung durch die Tagespresse. Allerdings ist das keine Mitteilung gegenüber dem spezifischen Gläubiger, sondern eine öffentliche Bekanntmachung, die genügt gerade nicht. Und eine Eintragung im Handelsregister ist hier gerade nicht erfolgt. Damit kein wirksamer Haftungsausschluss. Daher liegen die Voraussetzungen von 25 Absatz 1 Satz 1 vor. Daher ist der Anspruch aus 433.2 in Verbindung mit 25.1.1, das ist ein Fehler auf der Folie, 25.1.1 entstanden. Der Anspruch ist auch nicht untergegangen und der Anspruch ist auch durchsetzbar. Sehen Sie, so ein billiger Fall. Fertig. War der Fall schwierig? Gut. Nachdem wir diesen schwierigen Fall 1 haben, kommen wir zum ganz schwierigen Fall 2. Gucken wir uns Fall 2 an, sehen wir, dass die Fallfrage lautet: Hat U gegen B einen Anspruch auf Zahlung von 5.400 Euro aus dem Kaufvertrag gemäß 433.2. Da sagen wir, Fallfrage ist genauso wie eben, wenig überraschend. Gucken wir wieder den ersten Satz. P ist als Prokurist tätig und schon wissen wir, wo das Problem wohl liegen wird. Nämlich, eine der beiden Parteien hat nicht selbst gehandelt, hier B, sondern sich vertreten lassen. Und kann man sich vertreten lassen? Lösung wird sich wohl irgendwo im HGB verbergen. Sie sehen vielleicht ein gewisses Muster in diesen Fällen. Ja? Also, wie fangen wir mit diesem Fall an? Wie immer, ein Anspruch des U gegen B auf Lieferung des Zements, wieso Lieferung des Zements, wann die Frage, was er zahlen muss? Auf Zahlung von 5.400 Euro könnte sich aus 433.2 ergeben. Ist das überhaupt richtig? Ich muss gerade gucken. P ist als Prokurist. Ah ja, genau, die Frage ist genau falsch rum. Die Frage in der Aufgabenstellung ist richtig. Die Aussage auf der Folie sogar richtig. Also die Frage auf dem Blatt muss heißen, hat U gegen B einen Anspruch auf Lieferung, nein, hat B gegen U, hat U gegen B einen Anspruch auf Lieferung von 5 Tonnen Zement aus 433.1.1 BGB. Ja, sehen Sie, schon schlechte Aufgabe. Aha. Ja, und dann prüfen wir ganz normal wieder. Berichtigen. Satz 1. Satz 1. Eintrag müsste entstanden sein, wirksamer Kaufvertrag, 2 übereinstimmende Willenserklärungen, Willenserklärung des U liegt vor, Willenserklärung des B liegt nicht vor. Und wie prüfen wir dann weiter? Aber ich möchte die Willenserklärung des B zu sagen. Ja. Ja. Dafür müsste ein Kaufmann einen Antrag, einen Kaufzugang zahlen. Antrag, hier im Schreiben gut zu sehen.
Mhm. Mhm. Ja, also wir prüfen, damit Sie es deutlich sehen, der B selber hat gar nichts erklärt. Möglicherweise ist ihm allerdings eine Willenserklärung des Prokuristen P zuzurechnen nach 164 Absatz 1 Satz 1 BGB. Das setzt wiederum voraus, dass der P eine eigene Willenserklärung abgegeben hat. P selber hat gar nichts getan. Schweigen ist keine Willenserklärung. Möglicherweise gilt allerdings hier auch das Schweigen als Erklärung nach 362 1 HGB. Das setzt voraus, dass der Empfänger des Antrags Kaufmann war, also B muss Kaufmann sein. Dies ist hier laut Sachverhalt eindeutig der Fall. Der ist Großhändler und im Handelsregister eingetragen. Wer Großhändler ist, wie der Name schon sagt, groß und damit nach Art und Umfang Kaufmann. Die zweite Voraussetzung ist aber, dass das Handelsgewerbe, also das Unternehmen des B, es mit sich bringt, dass man Geschäfte für andere besorgt. Was macht der B? Der B ist Baustoffgroßhändler. Besorgen Baustoffgroßhändler Geschäfte für andere? Was macht ein Baustoffgroßhändler? Was ist sein Job? Ja, der liefert dem anderen Teil Baustoffe. Ja, er liefert dem Besteller Baustoffe. Ist die Lieferung von Baustoffen eine Geschäftsbesorgung im Sinne des 362 HGB. Der Baustoffhändler schließt eigene Geschäfte. Ja. Er besorgt keine für andere. Ja. In der Tat, hier schließt der Baustoffhändler Verträge über die Lieferung von Waren. Er besorgt keine Geschäfte. Geschäftsbesorgung heißt die Wahrnehmung von rechtlichen Angelegenheiten Dritter. Sie kennen das, Anwälte machen sowas, Banken machen sowas. Irgendwelche Kommissionäre, die im Auftrag Sachen verkaufen, machen das. Aber er verkauft Sachen in eigenem Namen, auf eigene Rechnung. Das ist keine Besorgung fremder Geschäfte, das ist die Besorgung eigener Geschäfte. Und damit kein Fall des 362 Absatz 1 HGB. Daher keine Willenserklärung des P. Vertretungsmacht irrelevant. Also keine Vertretung. Also keine zwei eventuellen Willenserklärungen. Also kein Kaufvertrag. Also kein Anspruch auf Lieferung des Zements. So einfach ist das. Und hammerhart der Fall. Crazy, könnte man sagen. Gucken wir uns Fall 3 an. Die Schwierigkeit steigt, würde man sagen. Jetzt geht es richtig zur Sache hier. Der Fall ist jetzt richtig verwirrend. Was sagen Sie dazu? Auch hier wieder, Anspruchsgrundlage sollte Ihnen bekannt vorkommen, 433.2. Das Problem ist nur, dass Sie sich nicht einig geworden sind, ob es 10 oder 20 Kisten sein sollen. Und auch hier gilt wieder, die Antwort auf dieses Problem wird sich irgendwie aus dem HGB herleiten lassen. Denn sonst wäre der Fall doof. Ja, bitte. Wir haben ja hier einen versteckten Dissens über Essential und Uti, deswegen ist der Vertrag, den Sie da vielleicht geschlossen haben könnten, am 5. wo Sie sich ja gewählt haben, unwirksam, halt nicht zustande gekommen. Mhm. Und dann könnte aber in dem Schreiben, was der Großhändler eben geschickt hat, ein körperliches Bestätigungsschreiben sein. Mhm.
dass dadurch könnte ein Vertragsschluss zustande gekommen sein. Für dieses kaufmännische Bestellungsschreiben müssten beide Seiten Kaufmänner sein. Der Großhändler Guy ist Kaufmann. Der Apotheker ist grundsätzlich ein Freiberufler als Apotheker und kein Kaufmann. Hier handelt er jetzt ja mit Sachen, die nicht unter sein eigentliches Gewerbe fallen, also mit Kosmetikern. Aber da die ja nur 30% seines Umsatzes machen, macht ihn das noch nicht zu einem Kaufmann. Nach 1 zum Beispiel. Und damit haben wir keinen kaufmännischen Bestellungsschreiben. Also, in der Tat, gucken wir uns das mal an. Der Verkauf von Medikamenten macht nur 30% aus, 70% das andere. Okay, dann habe ich es falsch. Ja, wir prüfen ganz normal, Antrag müsste entstanden sein, dafür brauchen wir 2 übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme. Einigung im Hinblick auf Produkt und Preis, ja, aber keine Einigung über Menge, daher keine Einigung, daher kein Vertrag. Jedoch könnte hier eine Einigung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Bestätigungsschreiben erfolgt sein. Dabei handelt es sich um einen Handelsbrauch im Sinne von 346 HGB. Dann müsste G als Absender des Bestätigungsschreibens Kaufmann sein oder zumindest wie ein Kaufmann am Geschäftsverkehr teilnehmen. G ist Großhändler, betreibt ein Gewerbe, mangels Angaben im Sachverhalt benötigt er nach Umfang kaufmännische Einrichtungen, sodass er nach § 1 Absatz 2 HGB Kaufmann ist. Auch der Apotheker A als Empfänger müsste Kaufmann sein. Dazu muss er zunächst ein Gewerbe betreiben. Gewerbe ist jede selbstständige, nach außen gerichtete, entgeltliche und planmäßig auf Dauer angelegte, nicht freiberufliche Tätigkeit. A übt eine selbstständige, nach außen gerichtete, entgeltliche und planmäßige sowie auf Dauer angelegte Tätigkeit aus. Sie sehen, toll, so Gutachten ist super. Aber welches Merkmal fehlt? Kein Gewerbe sind die freien Berufe. Das sind Tätigkeiten auf Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung, die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und allgemeinen Inhalt haben. Toll. Traditionell gehört daher auch die Tätigkeit des Apothekers, die in der Beratung und Zubereitung von Medikamenten liegt, zu den freien Berufen. Die können das zubereiten, das lernen die in der Ausbildung. Zum Studium gehört, dass man in der Lage ist, Aspirin selber zusammenzurühren. Ob die das jetzt machen, ist eine andere Frage. Aber die können das. Allerdings liegt der Schwerpunkt des A, wie bei den meisten modernen Apotheken, nicht auf der Herstellung von Medikamenten und der Beratung kranker Menschen. Nein, sondern im Vertrieb, insbesondere auch von Kosmetik und Hygieneartikeln. Ja, Skandal. Diese machen den Schwerpunkt seiner Tätigkeit aus. 70% nämlich. Er handelt also nicht im Rahmen des freien Berufs, sondern wie ein Drogeriebetreiber als Gewerbe. Also betreibt er ein Gewerbe. Sie sehen, Gutachtenstil, tolle Erfindung. Überzeugt? Reicht es, dass er ein Gewerbe betreibt? Nein. Ja, er müsste nämlich auch ein Handelsgewerbe betreiben. Was ein Handelsgewerbe ist, ergibt sich aus § 1 Absatz 2 HGB. Es müssten nach Art und Umfang kaufmännische Einrichtungen erforderlich sein. Zu diesen Einrichtungen gehören die kaufmännische Buchführung, die Führung einer Firma, die Einrichtung zur Zweigleistung und die Vereinfachung für Handelsgeschäfte aus den 343 HGB. Was sagen Sie dazu? Braucht der kaufmännische Einrichtungen für seine Apotheke? So, Sie als Apothekenkunde, was haben Sie da für so ein Gefühl? Wie fühlen Sie sich so in der Apotheke? Gut behandelt, schlecht behandelt? Massenbetrieb, Kleinbetrieb, gar kein Betrieb? Ja, ist ja eine 50-50-Frage, ne? Ja. Also eine Apotheke. Und daher würde ich vom Umfang her auf jeden Fall sagen, dass er eine kaufmännische Einrichtung braucht.
Von der Art her haben wir ja gerade beschrieben, dass da ähnlich ein Drogeriemarkt eigentlich handelt. Mhm. Und ein Drogeriemarkt würde ich schon sagen, ist ja auch kaufmännischer in der Richtung. Ja, also er macht fast 1 Million Umsatz, hat 5 Angestellte. Für die anstehenden Tätigkeiten, viele Verträge mit Lieferanten, sind die kaufmännischen Einrichtungen jedenfalls hilfreich. Es ist nicht ersichtlich, dass im konkreten Fall kein Bedarf steht. Das Gesetz ist hier negativ formuliert, das heißt, es wird vermutet, dass er es hat. Diese Vermutung konnte er nicht widerlegen, also ist er Kaufmann. Im Zweifel, wenn wir nicht sicher sind, sind die Leute immer Kaufmann. Toll. Dann haben wir 2 Kaufleute. Der Absender ist Kaufmann und der Empfänger ist Kaufmann. Gut, reicht das für ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben? Was brauchen wir noch? Wie der Name schon sagt, brauchen wir zunächst mal ein Bestätigungsschreiben. Wann ist ein Schreiben an ein Bestätigungsschreiben? Das ist ja auch nicht. Ja, das Doppelte, ne? Ja, die Menge ist eine andere. Ja. Aber ansonsten bezieht sich das auf das Geschäft, was wir vorher abgeschlossen haben. Das heißt, es ist ja nur zu verabreichen, um Teil der Menge auszuräumen und das ist der Zweck des Bestätigungsschreibens. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wo wir sind, aber das ist kein Bestätigungsschreiben. Ja. Also in der Tat, wir brauchen ein Bestätigungsschreiben. Es gab mündliche Verhandlungen. Das Ergebnis der Verhandlungen sollte fixiert werden. Es sollte nicht darüber hinaus was Neues festgelegt werden oder erstmalig angeboten werden. Daher Bestätigungsschreiben plus. Dann gilt 377 Absatz 5 HGB analog. Der muss gutgläubig gewesen sein, der Absender. Der Absender wusste hier nicht, dass da was anderes rausgekommen ist. Zumindest wissen wir nichts davon. Also war er gutgläubig. Also liegen die Voraussetzungen eines Bestätigungsschreibens vor. Was ist die Rechtsfolge des Bestätigungsschreibens? Ja? Das Schreiben auf das Schreiben gilt als Einigung über den Vertrag, so wie es qualifiziert wurde. Ja, in der Tat, der Empfänger, also A, muss unverzüglich widersprechen, wenn er inhaltlich gelten lassen will. Das hat er hier nicht gemacht. Also wird fingiert, dass der Inhalt des Schreibens zum Inhalt des Vertrages geworden ist. Daher gilt der Inhalt des Schreibens als vereinbart. Also ist der Anspruch entstanden, ist auch nicht untergegangen und er ist durchsetzbar. Also steht ein Anspruch auf Zahlung von 2000 Euro. Toll. Damit haben wir schon Fall 3 abgehandelt. Sie sehen, so einfach ist Handelsrecht. Eigentlich könnten wir eine Klausur machen, dann können wir 10 Minuten abgeben. Können die Bearbeitungszeit noch ein bisschen verkürzen. Gucken wir uns Fall 4 an. Auch hier geht es um einen Anspruch auf Bezahlung eines Notebooks, das heißt um 433 Absatz 2. Und zwar für eine Bestellung von 7 Notebooks. Und wo liegt das Problem? Ja, dass wir hier eine Prokura haben, die sowohl bei der Erstellung als auch bei der Aufhebung nicht eingeschlagen wurde. Ja, also das Problem ist hier wieder, dass der K gar nicht persönlich aufgetreten ist, sondern durch einen P vertreten worden ist und P möglicherweise hier gar keine Vertretungsmacht hatte. Also prüfen wir hier wieder ganz normal los. Ein Anspruch müsste entstanden sein. Dafür brauchen wir 2 übereinstimmende Willenserklärungen. Willenserklärung des V haben wir. K selber hat sich nicht geäußert. Allerdings könnte der K durch P vertreten worden sein. Und welche Norm prüfen wir dann? Wenn wir Stellvertretung prüfen, 164 Absatz 1 Satz 1 BGB. Und was brauchen wir dafür? Das haben Sie im ersten Semester gelernt. Das ist nichts, was wir hier gemacht haben.
Das ist das Schöne daran, es wird alles nochmal gemacht. Ja? Ja. Ja. Mhm. Und Vertretungsmacht, da ist die Frage, wie es im Problem aussieht. Ja. Also Vertretungsmacht könnte es ergeben aus Paragraph 48. Die hat auch Details, aber zum Zeitpunkt der formfesten Geschäftsrechnung sind auch bereits widerrufen. Mhm. Die Frage ist, ob der Rechtsschaden besteht. Mhm. Das heißt, nach 15, kann sich der V auf die Buchung rufen, auf den 10. Widerruf. Da ist die Frage, wie sich auch so das, wie schon auf das niemand eingetragen war. Aber da hat gesagt, dass wegen des Schutzes der Verwandtenliste ausgehen soll, wenn eine Eintragsdatei nicht eingetragen wird, ist dann die dann eben als gegeben abzunehmen. Das heißt, weil die Datei nicht eingetragen wurde, kann er von dem Account gegenhalten werden. Also, Vertretungsmacht kann sich ergeben aus einer Prokura. Eine Prokura wurde hier ursprünglich mal erteilt, laut Sachverhalt, und die Erteilung war auch wirksam, denn die muss nicht eingetragen werden, die Eintragung ist nur deklaratorisch, das heißt, anders als beim Erwerb von Grundstücken, brauchen wir hier nicht irgendwie eine Eintragung im Grundbuch, sondern es erfolgt automatisch mit der Erklärung, du hast Prokura. Diese Prokura ist jedoch durch Widerruf wieder erloschen. Das heißt, in dem Moment, wo der Vertrag geschlossen ist, gab es diese Prokura nicht mehr. Möglicherweise kann allerdings der K dem V dieses Erlöschen nicht entgegenhalten, nach § 15 Absatz 1 HGB. Nach § 53.2 muss die Prokura eingetragen werden, also das muss der Widerruf der Prokura eingetragen werden. Der Widerruf wurde aber nicht eingetragen und nicht bekannt gemacht und es ist auch nicht bekannt, dass der V Kenntnis davon hat, dass die Prokura widerrufen ist. Das heißt, alle Voraussetzungen, die im Wortlaut des 15 Absatz 1 vorliegen, können wir abhaken. Allerdings steht einer Berufung auf die erteilte Prokura möglicherweise entgegen, dass auch die Erteilung nicht eingetragen wurde und diese V nicht persönlich mitgeteilt wurde und er daher gar keine Ahnung von der Prokura hatte. Allerdings wirkt der Vertrauensschutz des Handelsregisters abstrakt, also kann man sagen, selbst wenn ich nie reingeguckt habe, wirkt er zu meinem Nachteil, dann muss es aber auch zu meinem Gunsten wirken, wenn was nicht drin steht. Ergebnis also, das Fehlen der voreintragungspflichtigen Tatsache ist ohne Bedeutung für den Schutz nach 15.1. Damit kann das Erlöschen der Prokura dem V nicht entgegengehalten werden. Damit unterfällt der Kauf der PCs der erteilten und nicht wirksam widerrufenen Prokura. Also gab es Vertretungsmacht. Also ist die Erklärung dem K zuzurechnen. Also ist ein wirksamer Kaufvertrag geschlossen worden. Also ist der Anspruch entstanden. Er ist noch nicht untergegangen oder durchsetzbar. Also gibt es immer noch einen Anspruch auf Zahlung von 14.000 Euro. 7 Notebooks A 2000 sind 14.000. Sehen Sie, ist Handelsrecht schwierig? Nein. Andere Leute würden sagen, es ist Urlaub. Aber wir können die Schwierigkeit steigern. Dazu haben wir Fall 5.
Ja, dieser Fall ist natürlich besonders überraschend, weil die Anspruchsgrundlage nicht 433 BGB ist, sondern was ist hier die Anspruchsgrundlage? Ja? 488 Absatz 1 Satz 2 BGB in Verbindung mit 765.1. Ja, 765.1 BGB in Verbindung mit der Hauptforderung, wobei die können Sie auch weglassen, 765.1 BGB. Gut. Problem ist, steht ja schon im Sachverhalt, einerseits 766 Satz 1, andererseits 771, zwei Probleme. Und die Lösung für diese beiden Probleme findet sich, das können Sie sich kaum vorstellen, irgendwo im HGB. Und da fangen wir wieder ganz normal an zu prüfen. Wir brauchen zunächst einen Vertrag. Und ein Vertrag setzt voraus zwei übereinstimmende Willenserklärungen, den Antrag und die Annahme. Und wir fangen ganz normal an. Willenserklärung der Bank, vertreten durch ihren Vorstand, liegt vor, steht im Sachverhalt. Auch eine Erklärung des V liegt hier ausnahmsweise mal unproblematisch vor. Jedoch könnte der Vertrag nach 125 Satz 1 BGB nichtig sein. Wo drin steht, wenn das Gesetz eine Form vorschreibt und die Form wird nicht eingehalten, ist der Vertrag nichtig. Nicht grundsätzlich, sondern immer nichtig. Dafür brauchen wir erstmal eine Formvorschrift. Eine solche Formvorschrift könnte hier sein, 766 Satz 1, wonach die Erklärung des Bürgen der Schriftform bedarf. V erklärt die Übernahme jedoch mündlich am Telefon. Ja? Ja, die Schriftform könnte aber aus dem Betracht, also es könnte aber formfrei geschehen sein nach 50 HGB. Ja. Das setzt voraus, dass die Bürgschaft auf Seiten des Schuldners, also des V, ein Handelsgeschäft ist. Mhm. Und V ist ein Kaufmann, was eine Voraussetzung für ein Handelsgeschäft ist, weil er ja Großhändler ist. Mhm. Und damit schon nach 1 ein Kaufmann sein müsste. Mhm. Und zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, ist es auch, weil er damit einem seiner Abnehmer helfen möchte oder so. Mhm. Oder so, ja. Ja, in der Tat, 766 Satz 1. Ausnahme davon könnte aber hier 350 HGB sein. Dann müsste die Bürgschaft für V ein Handelsgeschäft gewesen sein. V ist eine Kauffrau, eingetragene Kauffrau, da ist man toll. Hier war V im Handelsregister eingetragen und selbst wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen sollten, ist auf jeden Fall die Eintragung hinreichend, daher greift auf jeden Fall § 2 bzw. § 5. Allerdings sagt 343 auch, dass das Geschäft zum Betrieb des Handelsgewerbes der V gehören muss. Und da sind wir bei der Frage, was ist das denn? Wir können negativ sagen, es dürfen Sie nicht über ein Privatgeschäft der V handeln. V ist Großhändlerin, ihr Geschäft ist der Vertrieb von Waren, nicht nur die Übernahme von Kreditdienstleistungen. Die Übernahme einer Bürgschaft ist zumindest kein typisches Geschäft. Aber das Gesetz darf nicht typischerweise dazugehören, sondern es sagt, es muss generell dazugehören. K war ihr Kunde, es gab also zumindest einen mittelbaren Bezug. Das heißt, es gibt Argumente, die dafür sprechen, Argumente, die dagegen sprechen. Und wenn wir es nicht wissen, gucken wir einen Paragraphen weiter und 344.1 sagt, wenn man nicht eindeutig weiß, dass es ein Privatgeschäft ist, gilt es als Handelsgeschäft. Das heißt, sobald wir auch nur den geringsten Zweifel haben, sind wir bei der Vermutung und die Vermutung sagt, im Zweifel ist es ein Handelsgeschäft. Die Zweifel sind hier nicht 100% ausgeräumt, dass sie das aus Freundschaft oder irgendwas Sozialem gemacht hat. Also wird es ein Handelsgeschäft sein. Ja, klar die Wirkung von 344. Das ist genauso wie bei 280.1.2. Wenn im Sachverhalt nicht erkennbar ist, dass das nicht zu vertreten hat, müssen Sie davon ausgehen, dass Vertreten müssen vorliegt, genauso hier. Damit haben wir ein Handelsgeschäft, damit ist die Schriftform ausnahmsweise entbehrlich, somit ist der Bürgschaftsvertrag wirksam entstanden, der ist auch nicht untergegangen, weil nicht gezahlt worden ist,
Allerdings 771. Nach 771 muss nämlich der Gläubiger zunächst versuchen, gegen den Hauptschuldner zu vollstrecken. Das ist in unserem Fall der Kioskbetreiber K. Ja, auch das geht nach 349 nicht, wenn der Schuldner, also der Schuldner der Bürgschaft, also hier auch wieder die die K. Genau, wenn ein Handelsgeschäft, wenn das ein Handelsgeschäft für Sie ist, was wir gerade schon geprüft haben. Ja, nach 349 HGB gilt diese Einrede nicht, wenn der Bürger hier im Rahmen eines Handelsgeschäfts gebürgt hat. Hier hat die V im Rahmen eines Handelsgeschäfts gebürgt, haben wir gerade geprüft bei 350. Also kann sie sich nicht auf 349 berufen. Also gilt die Einrede nicht. Also ist der Antwort auch durchsetzbar. Und daher hat B gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 25.000 Euro. Na, sehen, Handelsrecht, toll, oder? So einfach ist Handelsrecht. Die einfachste Vorlesung Ihres ganzen Lebens. Es wird nie mehr so eine einfache geben. Kommen wir zu Fall 6. Jetzt wird es schwierig. Die KOHG kauft bei der V GmbH einen Computer für 1.500 Euro für ihre Büroräume. Die Zahlung soll auf Rechnung nach Lieferung erfolgen. Der PC wird am 16.12.2015 geliefert. Eine Zahlung des Kaufpreises erfolgt jedoch nicht. Am 20. Januar ruft der Geschäftsführer der V GmbH bei der KOHG an. Dabei erfährt er, dass der PC am 11. Januar installiert worden sei, dabei jedoch ein defektes Netzteil festgestellt wurde. Die OHG meint, sie müsse erst bezahlen, wenn der Mangel behoben sei. Bei Verweigerung der Fehlerbehebung mache sie Minderungsansprüche in Höhe von 200 Euro geltend. Hat die V GmbH gegen die KOHG einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises? Ja? Sie können Anspruch haben aus 433 Absatz 2. Das ist voraus Kaufplan. Dem Anspruch könnte aber gegengehalten werden, ein Anspruch der OHG aus 437 Nummer 1, Nummer 13, wegen mangelhaften Sache. Also nochmal, wir brauchen einen wirksamen Kaufvertrag. Hier haben wir ausnahmsweise mal unproblematisch einen wirksamen Vertragsschluss. Ja, das können Sie hier ganz kurz schreiben. Sehen Sie, der Anspruch ist entstanden. Toll.
Der Anspruch ist auch nicht untergegangen, denn gezahlt worden ist nicht. Allerdings könnte der Anspruch nicht durchsetzbar sein, und zwar hier wegen 320 Absatz 1, Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Danach kann der Käufer die Zahlung verweigern, solange der Verkäufer nicht seine Pflichten erfüllt hat. Und hier hat der Verkäufer die Pflicht, sachmangelfrei zu liefern, 433 Absatz 1 Satz 2. Ein defektes Netzteil weicht von der üblichen Beschaffenheit nach 434 1 2 Nummer 2 WGB ab. Also war der PC nicht sachmangelfrei, also hat der Verkäufer seine Pflicht nicht erfüllt, also muss der Käufer grundsätzlich nicht bezahlen. Jedoch könnte hier der konkrete PC genehmigt worden sein, da die abweichende Beschaffenheit gerade Gegenstand einer vorrangigen Vereinbarung sein könnte. Ausdrücklich wurde das nicht vereinbart. Möglicherweise wird eine solche Erklärung aber fingiert nach 377 Absatz 2. Das setzt zunächst voraus, dass es für die VGmbH ein Handelsgeschäft ist. Die VGmbH ist Kaufmann nach 6.1 HGB, hat kein Privatleben, damit gehört es immer zum Betrieb ihres Handelsgewerbes. Die KOHG ist ebenfalls Kaufmann nach 6.1 HGB und hat ebenfalls kein Privatleben. Damit haben wir ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Dann brauchen wir einen Kaufvertrag über Waren. Waren heißt bewegliche Sachen, ein Computer ist eine bewegliche Sache, also liegt ein Kaufvertrag über Waren vor. Und dann kommen wir zum wichtigen Teil. K musste die Ware unverzüglich nach Ablieferung untersuchen. Unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Zögern, kennen wir alle aus dem BGB AT 121 BGB von der Anfechtung. Hier wurde der PC am 16. Dezember geliefert. Er hat nicht am 17. Dezember untersucht, nicht am 18. Dezember untersucht, nicht am 19. Dezember untersucht, auch nicht Heiligabend untersucht, sondern hat ihn erstmalig am 11. Januar installiert. Ohne schuldhaftes Zögern, Frage, würde man im Verkehr erwarten, dass man zwischen dem 16. Dezember und dem 11. Januar einen Computer erstmals anschließend ausprobiert? Und die Antwort lautet, ja, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verlangt das. Also war es nicht unverzüglich ausprobiert. Da es nicht unverzüglich ausprobiert hat, konnte er auch nicht unverzüglich rügen. Also greift nach 377 Absatz 2 die Fiktion, dass die Ware als genehmigt gilt. Ausnahme wäre 377 Absatz 5, wenn der Verkäufer gewusst hätte, dass es nicht funktioniert. Das ist hier aber im Sachverhalt nicht ersichtlich. Also gilt die Ware als genehmigt. Damit kann sich die KGmbH nicht auf den Sachmangel berufen, wird also so gestellt, als sei die Sache mangelfrei. Insoweit gilt die Ware als fehlerfrei und der Vertrag ist durch die VGmbH erfüllt. Die Voraussetzungen von 320 liegen nicht vor, also ist der Anspruch durchsetzbar. Also hat die VGmbH gegen die KOHG einen Anspruch auf Zahlung von 1.500 Euro aus 433.2. Sehen Sie, ist Handelsrecht schwierig. Das Schwierigste, was Sie je im Studium gelernt haben? Nein. Gucken wir uns den spannenden Fall 7 an. Wir nähern uns dem großen Finale, Fall 10. Wenn Sie die 10 Fälle alle können, dann können Sie das ganze Handelsrecht. Das ist toll, ne? Damit beweise ich, ich kann das ganze Handelsrecht in 90 Minuten machen. Ja, gucken wir uns diesen Fall an. Die Architektin K. ist Alleingeschäftsführerin und Gesellschafterin der K. GmbH. Sie erteilt dem T. Prokura, T. wird eingetragen. Aus Versehen wird aber nicht T. bekannt gemacht, sondern P. bekannt gemacht. Zufällig hat sie sogar jemanden, der P. heißt. P. schließt einen Vertrag mit der VAG über Lieferung von 5.000 Bleistiften für 10.000 Euro. K. ist entsetzt. Sie erhält sonst einen erheblichen Rabatt. Die Stifte hätten sie keinesfalls mehr als 5.000 Euro gekostet.
Architektenbleistifte sind halt teurer als die Billigteile, die Sie kaufen. HB. Also eine Stärke 1 oder was. Keine Ahnung, was die da nehmen. So. Kann die VAG von der KGmbH Zahlung des Kaufpreises von 10.000 Euro aus 433 Absatz 2 BGB verlangen? Ja, nachdem wir schon so viele Fälle haben, wo liegt das Problem? Ja, wieder in der Vertretungsmacht. Ja, in der Tat, unsere Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wurde die KGmbH wirksam durch T vertreten? Also kommt unsere Klausurlösung wieder, der Anspruch müsste entstanden sein, das setzt einen wirksamen Kaufvertrag voraus. Das setzt wiederum zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme voraus. Die Willenserklärung der VAG liegt unproblematisch vor, weil dazu im Sachverhalt schlicht nichts steht. Fraglich ist, ob eine Erklärung der KGmbH vorliegt. Die K hat auf jeden Fall nicht gehandelt, jedoch könnte die GmbH durch P vertreten worden sein. Dazu brauchen wir eine eigene Willenserklärung in fremdem Namen mit Vertretungsmacht. Hier eigene Willenserklärung, ganz unproblematisch, die sollte ja keine bestellen, also gar kein Problem, gab eigene Willenserklärung ab, handelt nicht als Bote. Dass auch in fremden Namen gehandelt war, ist auch nicht das Problem. Aber das Problem liegt in der Vertretungsmacht. Woraus könnte sich hier die Vertretungsmacht ergeben? Da brauche ich einen Kaufmann, die KGmbH ist vom Kaufmann, da ist auch egal, dass die einzelne Geschäftsführerin und Gesellschaftsführerin Architektin ist, die eigentlich bei mir ist. Sie hat nicht dem P, sondern dem T die Prokura zahlen wollen. Also hat P keine Prokura, es könnte aber ein Anschein aus der falschen Eintragung, Bekanntmachung im Grundbuch vorliegen. Im Grundbuch? Nicht im Grundbuch, wir haben auch gerade Sachenrecht, im Handelsregister. Grundbuch. Das ist § 15 Absatz 3 im HGB, weil es ja richtig eingetragen ist, aber falsch bekannt gemacht worden ist. Dann kann der andere sich auf die bekannt gemachte Tatsache berufen. Das ist hier das P, wo Pura hat. Dem anderen Teil war auch die Ungültigkeit dieser Tatsache nicht bekannt und damit hat P das gemacht. Ja, also in der Tat, P hatte ausdrücklich keine Prokura erteilt gekriegt und es greift auch nicht 56 HGB. Selbst wenn der in irgendeinem Laden arbeiten sollte, hat der hier nichts verkauft, sondern er hat Bleistifte gekauft. Ein Kauf ist kein Verkauf. Möglicherweise greift aber 15 Absatz 3 HGB. Erteilung von Prokura ist eine eintragungspflichtige Tatsache, 53 HGB. Die GmbH ist unabhängig davon, ob man Architekten als Freiberufler oder als Gewerbetreibende ansieht, in jedem Fall vorm Kaufmann nach § 6 HGB. Die Tatsache wurde unrichtig bekannt gemacht, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Gewollten und dem Bekanntgemachten. Gewollt war T soll Prokurist sein, bekannt gemacht worden ist P soll Prokurist sein. Es ist nicht ersichtlich, dass die VAG davon wusste, also kann sie sich darauf berufen, auch wenn sie nie die Bekanntmachung gelesen hat oder ins Handelsregister Einsicht genommen hat. Daher liegt Vertretungsmacht vor, daher zwar übereinstimmende Willenserklärung, daher Anspruch entstanden, Anspruch auch nicht untergegangen, Anspruch durchsetzbar, also besteht immer noch ein Anspruch auf Zahlung von 10.000 Euro. Schwierig? Nee, Handelsrecht ist so einfach. Aber jetzt machen wir mal einen schwierigen Fall, der richtig schwierig ist.
Jetzt wird's hart. Hardcore. Was prüfen wir hier? Nun 765 BGB, das heißt, wir sind mal wieder bei der Bürgschaft. Und wir fangen wieder vorne an. Der Anspruch müsste entstanden sein. Das setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. Eine Willenserklärung von S und eine Willenserklärung von X. Haben wir eine Willenserklärung von S, die Sparkasse? Haben wir eine Willenserklärung von X? Ja. Nein. Ja. Ja. Wo wirklich
Aber weil der Arzt hier als Kaufmann tätig war, gab die Ausnahme des Paragraph 50, das heißt kein Formerfordernis. Deswegen hat er wirksam die Bürgschaft übernommen. Und die Verbindlichkeit aus der Bürgschaft übernahm diesen auf der Wärme über. Deswegen kann S von X 2 Millionen Euro haben. Ja, also in der Tat, wir brauchen einen wirksamen Bürgschaftsvertrag. Da es keinen Kontakt gab, kann es nur sein, Haftung nach 25.1.1, dann müsste S gegen W einen Anspruch gehabt haben, für den auch X haftet. Prüfen wir zunächst den Anspruch S gegen W, könnte sich ergeben aus 765, setzt voraus, zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Ja, Schriftform grundsätzlich erforderlich, aber hier Ausnahme 350, wenn der W damals Kaufmann war. Hier kein Formkaufmann, anders als im Fall davor, aber W grundsätzlich Arzt und damit Freiberufler. Allerdings, wie in unserem Apothekenfall, bringt er hier Leistungen, die für einen Arzt nicht typisch sind. Es steht nicht seine Qualifikation, sondern seine schlichte Geldvermehrungstätigkeit im Vordergrund. Damit übt er hier ein Gewerbe aus. Und das Gewerbe ist auch ein Handelsgewerbe, denn er hat hier die doppelte Buchführung, er hat eine Zweigniederlassung, er hat hier Riesenumsätze und viele Angestellte. Damit war er Kaufmann. Die Übernahme der Bürgschaft gehört auch zu seinem Handelsgewerbe, weil hier die Vermutung des 344 greift und die nicht widerlegen kann. Denn immerhin gibt es da einen Zusammenhang, der Kollege will auch ein Sanatorium aufmachen, ist damit halt auch nicht nur Freund, sondern auch Unternehmer. Also Handelsgeschäft plus Schriftform damit entbehrlich, damit wirksamer Bürgschaftsvertrag. Und für diesen Bürgschaftsvertrag müsste X nun nach 25.1.1 haften. W war Kaufmann, Erwerb erfolgte unter Lebenden, nicht durch Erbfall. Das Unternehmen wurde fortgeführt. Allerdings, hier im konkreten Fall, war das Ganze nicht im Handelsregister eingetragen. Das heißt, es gab auch gar keine richtige Firma. So etwas wie eingetragener Kaufmann geht nur, wenn man eingetragen ist. Aber auch wenn ich nicht eingetragen bin, kann ich eine Firma führen, sobald ich Kaufmann bin. Und die kann dann auch fortgeführt werden. Dass die Firma so nicht richtig ist, ist nicht das Problem des Zivilrecht, sondern das Problem des Registergerichts, also irgendwo im öffentlichen Recht zu verankern. Ja, damit haftet X für die Verbindlichkeiten des W, damit ist der Anspruch S gegen X entstanden, der ist auch nicht untergegangen, der ist auch durchsetzbar, damit Antwort auf 2 Millionen. Wichtig, Sie müssen hier in diesem Fall den 771 nicht ansprechen, weil diese Einrede nicht geltend gemacht worden ist. Denn Sie wissen, über Einreden muss man reden. Einreden nur dann erwähnen, wenn sich jemand darauf beruft. Gleich schlafen hier alle ein, so spannend ist das hier. Sehen Handelsrecht, das ist Action, Spiel, Spaß, Spannung. Ha, das ist ein toller Fall. Ja, da schauen Sie sich mal diesen Fall an hier. Fall 9, den Sie hoffentlich vor sich liegen haben. Ja? Ja, für den Anschluss auf 433 Absatz 2 bräuchte man einen Kaufvertrag. Ja.
keine Willenserklärung abgegeben hat. Es könnte aber sein, dass er sich die Willenserklärung des X zurechnen lassen muss. Ja. Nach 164.1. Ja. Dafür müsste X in eine eigene Willenserklärung in fremden Namen mit Vertretungsmacht abgegeben haben. Mhm. X hat eine eigene Willenserklärung gemacht, weil er ja wie immer selber die Lieferung bestellt hat. Mhm. Er hat die auch in fremden Namen abgegeben, weil es ja relativ klar war, dass es an den Supermarkt geliefert werden sollte. Mhm. Und X hatte aber keine Vertretungsmacht, weil ihm nie eine Vertretungsmacht auf dem Körper übertragen wurde. Dann könnte es sein, dass hier ein Fall der Anscheinsvollmacht vorliegt, mhm. weil X immer mit PPA gezeichnet hat, was ja für das Bestehen einer Prokura spricht. Es müsste diese Anscheinsvollmacht auch zurechnbar sein, da er ja nichts dagegen gemacht hat, dass er so weitermacht, ist ja lange Zeit passiert, liegt hier eine Anscheinsvollmacht vor, weil es nichts dagegen getan hat, dass X weiterhin so zeichnet. Mhm. Und dann haben wir eine Anscheinsvollmacht, die damit auch Vergeltungsmacht und damit haben wir einen Strafschluss. Ja, in der Tat ist das hier eine Anscheinsvollmacht. Ja. Er das ja quasi erduldet, dass er es öfter mit PPA unterschrieben hat. Und ja. Eine Anscheinsvollmacht hat ja gar kein Wissen darüber. So ist es. Der Unterschied zwischen der Anscheinsvollmacht und der Duldungsvollmacht besteht darin, dass bei der Duldungsvollmacht positive Kenntnis des handelnden Vertreters vorliegt und die Anscheinsvollmacht nur fahrlässige Unkenntnis voraussetzt. Und hier hat er auf jeden Fall laut Sachverhalt Kenntnis, also ist es ein aktives Dulden und Dulden ist immer eine Duldungsvollmacht. Aber es gibt noch eine weitere Abgrenzung, die wir machen müssen. Ja? Ja, aber die allgemeinen Rechtsscheinsgrundsätze sind ja hier nachrangig gegenüber der Duldungsvollmacht, die ja sogar noch stärker ist vom Rechtsschein her. Wenn jemand aktiv duldet, wissentlich, dann braucht man nicht auf allgemeine Rechtsscheinsgrundsätze zurückzugreifen. Aber es gibt noch eine weitere Frage. Man kann nämlich eine Vollmacht auch konkludent erteilen. Das mag Ihnen nicht aufgefallen sein, aber ich kann sagen, das heißt, hol mir was zu trinken und das kann man konkludent machen. Wie grenzen wir denn ab die Duldungsvollmacht von der konkludenten Erteilung einer Vollmacht? Hä? Das haben wir nie gemacht im ersten Semester, kommt jetzt. Wie grenzen wir denn ab konkludente Vollmacht von schlichter Duldungsvollmacht? Ja? Eben bei der Duldungsvollmacht, da ist da eben eigentlich gar nicht gewirkt haben, weil die es dazu gegeben haben, dass der X da mit dem Vertragspartner Geschäfte macht, sondern erst wenn er es bemerkt, dass er dann nichts dagegen unternimmt. Ja, sehr gut. Also in der Tat sagen wir brauchen eine Willenserklärung. Das heißt, es muss im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein Wille des Hintermannes vorliegen, dass jemand anderes für ihn handelt. Der Wille wird zwar nicht ausdrücklich erklärt, aber er muss sich aus den Umständen ergeben. Jetzt müssen wir überlegen, wann hat denn hier der X gehandelt für den S und gab es zu diesem Zeitpunkt einen mutmaßlichen Willen dafür, dass der handeln durfte?
Was meinen Sie? Jetzt als Auslegung des Sachverhalts. Was musste sich der hier je, der Großhändler, denken? Der Gemüsegroßhändler. Ja, es gibt ja nur zwei denkbare Auslegungsmöglichkeiten. Man kann einerseits sagen, der hat sich gar nichts gedacht, also aus Sicht des Verkehrs ist es hier schlicht das Gesetz der Serie in Anführungszeichen, das hat er immer so gemacht, das wird schon wieder klappen. Oder er wird sich gedacht haben, naja, beim ersten Mal ist ein gewisses Risiko, wenn ich nicht weiß, ob der Vertretungsmacht hat, da gucken wir mal, was passiert. Beim zweiten Mal, wenn die erste Rechnung bezahlt worden ist, mag es immer noch Zufall gewesen, dass er einfach gesagt hat, komm, ich will keinen Stress, aber wenn das über Jahre hinweg so geht, gehe ich davon aus, dass dieser Mensch hier eine Handlungsvollmacht hat und solche Verträge wohl abschließen darf. Das heißt, wir befinden uns hier genau auf dieser Grenzlinie, wo wir sagen, bloße Duldungsvollmacht, wo wir sagen, das bewusste Dulden gilt als Rechtsschein. Oder dass wir sagen, es ist schon eine konkludente Willenserklärung, denn aus Sicht des objektiven Empfängers ist das schlichte Laufenlassen über langen Zeitraum, genauso, das hätte er ausdrücklich gesagt, der darf das. Wenn ich jemand immer wieder was machen lasse, kann das genauso gut auch implizit eine Veranlassung beinhalten. Denn spätestens nach dem zweiten Geschäft hätte ich ja sagen können, hör mal, bitte mach das nicht weiter. Und insoweit kann man darin eine konkrete Veranlassung sehen. Also, da müssen Sie sauber abgrenzen und kommen dann zum Ergebnis. Egal, ob es eine konkludente Vollmacht ist oder eine bloße Duldungsvollmacht, liegt hier in diesem konkreten Fall Vertretungsmacht vor. Damit ist ein Vertrag wirksam zustande gekommen, damit muss er bezahlen. Ja? Kommen wir zum letzten Fall. Ja? Ja? Wie beurteilen Sie das? Wie beurteilen Sie das? Jetzt gucken wir mal. Hier so 54, ja. Wäre das so? Würden Sie sagen, aus Sicht des Empfängers darf er nur Gemüse kaufen? Das ist ja der Test, den Sie anlegen müssen. Durfte davon ausgehen, der darf kaufen, aber immer nur Gemüse und immer nur Auberginen, sagen wir mal, oder immer nur Zwiebeln. Dass er dann halt gesagt hat, super, der Vertreter hat sich jetzt endlich gesehen, dass ich das viel bessere Obst habe. Ja? Ja, also wenn er sich davon ausgegangen ist, dass er eine Kultur hat, dann ist es ja egal. Aber ja. Wenn er nur davon ausgegangen wäre, dass der einfach nur mit irgendeiner Verpflichtung handelt, dann... Gucken wir mal ins Gesetz, bevor wir jetzt hier blind raten. Dann wäre es nur hin. Gucken wir mal ins Gesetz, was das Gesetz zur Vertretungsmacht die Kaufleute erteilen, sagt. 54 Absatz 3. HGB. Also Sie müssen 54 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 lesen. Das heißt, die Aussage hier soll sein, wir müssen gucken, was üblicherweise zusammengehört. Und jetzt? Üblicherweise gehört ja der komplette Einkauf zusammen als eine handelnde Handlungsvollmacht. Das ist der Punkt. Es ist normalerweise nicht üblich zu sagen, in einem Supermarkt, der eine kauft da das Obst ein, der andere kauft das Gemüse ein, der dritte kauft das Mehl ein, der vierte kauft die Milch ein, sondern meistens ist diese Sache in einer Hand. Das heißt, der Verkehr kann davon ausgehen, dass grundsätzlich keine Beschränkungen bestehen. Solche Beschränkungen müssten dem Geschäftspartner gegenüber offengelegt werden. Abgesehen davon, diese biologische Zuordnung Obst und Gemüse ist ja eh schwierig. Denn was ist eine Tomate? Wie Sie alle wissen hoffentlich. Obst oder Gemüse? Obst. Eindeutig Obst. Also sehen Sie, die biologische Zuordnung ist für den Verkehr auch nicht unbedingt
erschließbar. Andererseits, dass bei Äpfeln niemand auf die Idee kommt, die als Gemüse zu bezeichnen, ist schon üblich. Was mit Zuckerrüben, fragen Sie jetzt? Dann wird das schwierig. Sind Zuckerrüben Obst oder Gemüse? Naja, wir wollen jetzt hier keine Biologiestunde machen. Das kommt auch nicht in der Klausur dran. So, und das letzte Highlight dieser Veranstaltung, meine Damen und Herren, jetzt noch einmal Aufmerksamkeit für Fall 10. Der im Handelsregister eingetragene Kaufmann G., Inhaber der Firma Gourmets Feinkost e.K., ist gestorben. Seine Erbin E. betreibt das Geschäft fort, benennt es aber aus Imagegründen 2 Monate im Erbfall in Ekels Delikatessen e.K. um. Auf einmal taucht der V. auf. V. meint, er habe vor einem Jahr, als G. noch lebte, eine Großlieferung Hühnerpastete geliefert und erwartet nun Zahlung des Kaufpreises von 150 Euro. Ekel E. hält dem entgegen, dass die Lieferung damals verfault gewesen sei. Dies habe sie in den Unterlagen des G. entdeckt. Hat V. gegen E. einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises von 150 Euro aus 433 Absatz 2 BGB. Ja, jetzt staunen Sie aber. Sehen, das ist toll im Handelsrecht. Da kommt alles auf Sie zu. Ja. Ja, also, um es sauber zu prüfen, in der Tat, E hat nie mit dem Kontakt gehabt. Allerdings können Sie möglicherweise 27.1 in Verbindung mit 25.1 für die Schulden des verstorbenen G einstehen. Das setzt voraus, dass V gegen G, also gegen den Verstorbenen, einen Anspruch hatte, für den X auch nach 25.1 haftet. Gucken wir uns das Ganze an. Wir prüfen also zuerst einen Anspruch V gegen G. Das setzt einen Vertragsschluss voraus. Der ist hier ausnahmsweise mal unproblematisch. Dann müssten wir als nächstes prüfen den Eintritt der E in die Haftung nach 27.1.1. G war hier Kaufmann, denn er war im Handelsregister eingetragen. Er hatte neben diesen tollen Gourmet EK. E hat ihn beerbt. E hat auch das Unternehmen und die Firma zunächst weitergeführt. Allerdings, was hat sie getan? Sie hat nach 2 Monaten die Firma geändert und wir müssen uns fragen, liegen dann noch die Voraussetzungen des 25.1.1 vor? Wenn Sie in 25 HGB reingucken, stellen Sie fest, da steht nichts drin von Firmenänderung nach 2 Monaten, sondern die Firmenänderung muss von vornherein erfolgen. Firmenfortführung liegt im Zeitpunkt der Übernahme vor. Andererseits gibt es 27 Absatz 2 HGB und der sagt, ich habe eine gewisse Bedenkfrist von 3 Monaten. Die gilt aber eigentlich nur, wenn du, also wenn man nach dem, innerhalb der 3 Monate das Geschäft komplett schließt und nicht die Firma ändert. Ja, das ist umstritten, ob 27.2 entsprechend auch für die Änderung der Firma geht. Die eine Ansicht sagt, der Sinn der Norm ist es, dem Erben erstmal eine Prüfung des Unternehmens zu ermöglichen. Und da er im Zeitpunkt des Todes vielleicht andere Sorgen hat, als den Namen zu wechseln, sondern erstmal eine Beerdigung arrangieren muss und Beerdigungskaffee und keine Ahnung was, mag es sein, dass die Firmenänderung halt eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und deshalb soll er da geschützt werden. Die Gegenansicht sagt, das ist ja Unsinn, weil der Verkehr soll durch die handelsrechtlichen Normen geschützt werden. Wenn er den Gewinn des Unternehmens einfährt, dem es auch nur für 2 Monate weiter betreibt, muss er genauso behandelt werden, wie jemand das Unternehmen unter Lebenden erworben hat. Es macht ja keinen Unterschied, ob ich es freiwillig oder unfreiwillig erworben habe. In beiden Fällen profitiere ich vom guten Namen. Das heißt, der Namenswechsel nach Verzögerung soll mich nicht freistellen. Sie können hier beide Ansichten vertreten. Wenn Sie davon ausgehen,
dass hier die Namensänderung nicht genügt, also Meinung 1, dann müssen Sie weiterprüfen, Haftungsausschluss wurde nicht vereinbart, daher haftet sie für die Verbindlichkeit. Allerdings müsste der Anspruch auch durchsetzbar sein und der Durchsetzbarkeit des Kaufpreisanspruchs könnte wieder unsere Lieblingsnorm 320 Absatz 1 BGB entgegenstehen. Ich habe noch eine Frage, wie sollte man überhaupt einen Haftungsausschluss vereinbaren, wenn der andere Teil tot ist? Das kann man ja vorher schon machen. Also das kann ich schon vorher machen? Ja. Warum denn nicht? Kann ich eintragen lassen, wenn ich sterbe, soll sowieso Erbe werden und mein Erbe soll nicht für die Altschulden haften. Kann ich ja machen, hält mich ja keiner von ab. Das ist nicht so schwierig. Können Sie schon machen. Ob Sie daran gedacht haben, ist eine andere Frage. Ja, 320 BGB, ja, sind Sie ganz verwirrt, wie komme ich jetzt auf 320 BGB? Weil wir ja hier die Pflicht haben, ohne Sachmängel zu liefern. Das Zeug soll ja wohl verschimmelt gewesen sein. Mhm. Und das könnte ja ein Gegenanspruch für 320 sein, dass es nicht durchsetzbar ist, dass Sie zahlen müssen. So ist es. Nach 320 Absatz 1 BGB muss ich erst bezahlen, wenn der andere seine Pflicht richtig erfüllt hat. Die Pflicht des Verkäufers ist nach 433 Absatz 1 Satz 2 mangelfrei zu liefern. Hier war die Hühnerpastete verfault und damit nicht zum Weiterverkauf der vereinbarten Verwendung geeignet, wies also einen Sachmangel auf. Jedoch könnte die Lieferung die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen, soweit sie genehmigt wurde. Ausdrücklich wurde keine Genehmigung erklärt, aber es kommt wieder unsere Lieblingsnorm 377 Absatz 2 HGB. Das setzt wiederum voraus, dass es sich beim Kauf der Pasteten um einen beiderseitigen Handelskauf gehandelt hat. Der G war Kaufmann, der Tote. Der Großhändler war auch Kaufmann, weil er groß war und Händler war. Damit war er nach Art und Umfang groß und betrieb ein Gewerbe. Der Verkauf gehörte zum Gewerbe des Großhändlers und er gehörte auch zum Gewerbe des Gourmetladens. Das heißt, es war für beide ein Handelsgeschäft. Auch diese verfaulten Pasteten waren Waren, also beiderseitiger Handelskauf. Gut, das reicht uns aber nicht. Wir brauchen noch einen Sachmangel, den haben wir. Wir brauchen die Ablieferung, die haben wir auch. Für die positive Kenntnis des V haben wir keine Hinweise, also für Arglist. Also hätte die Ware unverzüglich geprüft und unverzüglich gerügt werden müssen. Jedenfalls eine Rüge ohne Schulterverzögerung ist im Sachverhalt nicht ersichtlich. Dass er sich jetzt beschwert, nachdem der auf Zahlungsanspruch genommen wird, reicht dafür nicht. Also haben wir keine unverzügliche Rüge. Also haben wir hier keinen Anspruch auf Lieferung mangelfreier Pasteten. Also haben wir kein Zurückbehaltungsrecht, also muss er jetzt zahlen, daher besteht der Anspruch. So einfach ist Handelsrecht. Sehen Sie, Handelsrecht, die einfachste Veranstaltung im ganzen Studium. Irgendjemand anderer Ansicht? Jetzt sagen Sie, ich, dann kriegen Sie die einfache Klausur. Wer jetzt sagt, ich kriege die einfache Klausur, die anderen kriegen die schwierige Klausur. Sehen Sie? Keiner will die einfache Klausur. So, dann sind wir hiermit auch am Ende dieser Veranstaltung. Ich hoffe, Sie haben etwas über das Handelsrecht gelernt. Wir haben zwei Examensklausuren letzte Woche gemacht, da hätten Sie 5 Stunden Zeit für. Das hier sind kurze Klausuren, da hätten Sie dann 2 Stunden Zeit für. Und Sie sehen, das ist doch ganz entspannt zu machen. Wir haben jetzt 10 Klausuren in 90 Minuten geschafft. Da werden Sie ja wohl eine Klausur in 120 Minuten schaffen. Also viel Erfolg in der Klausur, die, wie gesagt, am 26. Februar stattfindet. Vielen Dank.